So, da sind wir wieder in meinem neuen Lieblingsdungeon. Ja, Sarkasmus pur. Was ich in diesem Dungeon echt nicht mag, ist, wie gesagt, einmal, dass hier überall Teleporter sind und zum anderen die Clowns. Die kann ich absolut nicht leiden. Aber gut. In C haben wir komischerweise keine Drachen gefunden, die wir brauchen, um die Tür hier zu öffnen. Aber wir sind da auch nicht wirklich weitergekommen, weil wir irgendwie immer wegteleportiert wurden. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal kurz in D rein. Schreiben wir hin. D, Ausgang 1. Und da flog gerade eine Faust lang. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Also die sind sauber. Und wir haben hier eine riesige freie Fläche. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder irgend so einen komischen Weg gehen. Und die eine Wand sieht. Oh, Feuer. Überall Feuer. Und eine einsame Druckplatte mitten im Raum. Ich denke mal, wir sollen darauf treten. Aber vorher heilen wir uns kurz hoch. Das Feuer ist ja eh noch da. Gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach weggeht. Ja, schön. Und die Wand hinten geht auf. Und die Wand hinten bleibt auf. Schön. Weil ich wollte nicht unseren letzten Steinblock verschwenden. WTF? Ich war doch gerade ein Clown. Na gut, du bist jetzt E. Und wir sind E, Ausgang 1. Und das sieht doch wie eine Truhe aus, wo eine Drachenstatue drin ist. Ja, Feuer. Mana-Dingens und da es hier nur einen Ausgang gibt, muss ich den hier nicht markieren. Ah, lautes Feuer, lautes Feuer. So, du bist F. Obwohl, nee, der da führt bestimmt wieder zurück zu dem Ausgangsdingens. Also bist du F. Ausgang A. Hier wird die nächste Drachenstatue sein. Erde, Zeit einhalten. Sonst ist hier nichts. Gut. Und der da müsste uns eigentlich wieder rausführen. Schön. Also. Also wenn wir in B reingehen, dann kamen wir hier raus und hier waren zwei Statuen. In D waren auch zwei Statuen. In C haben wir den einen Bereich, wo wir noch nicht drin waren, und in A waren nur die Heildinger. Also müssen zwangsweise die beiden letzten Drachenteile bei C sein. Aber stopfen wir die beiden erstmal schon mal hier an die Wand. Hier nicht. Da nicht. Da nicht. Der letzte natürlich. So, und Feuer haben wir auch noch. Und dann schauen wir mal bei C. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie ich das Rätsel so lösen soll. Also wir kommen hier raus. Keine Bewegungsmöglichkeit. Hier können wir uns bewegen, wie wir wollen. Erst wenn wir da drauf treten, werden wir hier irgendwo hin, genau dahin teleportiert. Und wenn wir da lang gehen, werden wir dahin teleportiert. Und wenn wir von da aus wieder nach unten gehen, werden wir wieder hierher teleportiert. Und der Teleporter bringt uns ganz weg. Also ja, ich weiß nicht wirklich, wie wir da was besser machen können. Ich probiere mal einen Stein zu werfen. Muss erstmal näher ran. Und der verschwindet gleich. Kurz mal abspeichern so zwischendurch. Zeit anhalten. Wir haben jetzt schon zweimal diese Sanduhr gefunden. Und das ist ein bisschen auffällig. Also benutzen wir die einfach mal und gucken, was passiert. So, Zeit angehalten. Nö, hat nichts gebracht. Gut. Also, wir wurden von da nach da teleportiert. Oh, ich könnte eine Linie aus Punkten machen. Zing, zing, zing.
Okay, sieht ein bisschen komisch aus, aber kann man jetzt noch eine eckige Klammer oder so? Nee, es gibt keine Sonderzeichen. Ärgerlich. So, also von da führt es dahin. Und von da, wenn ich nach oben gehe, wir fangen mit einem Punkt an. Punkt, Punkt, Punkt. Und da, wo das Minus denn nachher ist, da führt diese komische Linie von mir immerhin. So, also das führt nach da, das führt nach da. Nochmal das Ganze. Wir sind jetzt wieder hier. Wenn wir nach oben gehen, werden wir zurückteleportiert. Wenn wir einen nach unten gehen, passiert gar nichts. Den Stein nehmen wir mit. Und wenn wir jetzt hier hingehen, werden wir, glaube ich, wieder dahin teleportiert. Gucken wir mal. Okay, hier nicht, wenn wir da hingehen. Auch nicht? Hä? Warum können wir jetzt hier plötzlich weitergehen? Oh. Aha, ich sollte einfach meine Klappe halten. Also das Fragezeichen-Dingens da ist im Weg. So, wenn wir jetzt. Hier war das, glaube ich. Hier sind wir in den Teleporter rein, ohne es zu merken. Und kamen dafür. Wo ist das Minus? Da ist das Minus. Da wieder raus. Langsam wird es unübersichtlich. Oh, noch mehr von diesen Unsichtbaren. Also ich wette, egal wo wir jetzt lang gehen, wir stolpern wieder in einen Teleporter. So, da geht's zurück. Zurück wollen wir nicht. Wir wollen vorwärts. Und möglichst zu einer Kiste. Und zu keinem Clown. Nein! Okay. Wir haben gefunden einen verbesserten Sterblichkeitstrank, den trinken wir gleich mal. Und einen silbernen Drachenschlüssel. Ich will aber Drachenstatuen. Quengel, quengel, nörgel, nörgel. So, alles unter 5 Lebenspunkten wird neu geladen. Ein Trefferpunkt. Definitiv da drunter. Ein Trefferpunkt. Vielleicht ist ja auch eine Begrenzung drin, wie viele Lebenspunkte man bekommen kann durch Tränke. Ah ne, 9. 9 ist doch definitiv über 5. Und da ist einer, der führt dahin. Okay, ich höre mal auf, das Ganze jetzt zu markieren. Ich hoffe einfach mal, dass wir da an die Kiste rankommen. Und Sigil der Leere. Gut, eine Kiste brauchen wir noch. Die wird wohl irgendwo da drin sein. Ich sollte das Schild mal wieder in die Hand nehmen. So. Oh, 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 oh. Sollten gleich mal heilen. Das war doch ein bisschen zu knapp. So. Oh, hier ist keine Kiste. Okay. Das ist jetzt unerwartet, weil hier ist auch eigentlich kein wirklicher Platz mehr, außer da ist noch irgendwo ein Durchgang. Na gut, gehen wir jetzt einfach mal irgendwo hin und kommen irgendwo raus. Ah, da geht's wirklich um die Ecke. Aber da ist nichts. Da waren die beiden sprechenden Gesichter. Da war jeweils eine Drachenstatue. Wir haben aber jetzt nur den Drachen der Leere gefunden. Keinen weiteren Drachen aus Versehen irgendwo reingesteckt. Nö. Also, wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Bei A war nur dieser Tempel. Da sollten wir vielleicht nochmal reingucken, ob hier irgendwo Illusionswände sind. Bei B waren die zwei Drachen.
bei C war jetzt der eine Drache der Leere. Und bei D. Was war bei D? Da müssen ja wohl auch zwei Drachen drin gewesen sein. Na gut. Liefern wir erst mit den Drachen der Leere ab. Nein, dich töte ich nicht. Du nervst einfach nur. Hier flackert nichts. Die Kisten sind leer. Jupp. Die Kiste ist auch leer. Die Kisten sind immer noch leer. Und wir werden hier hin und her teleportiert. Ich würde gerne in den westlichen Bereich. Lieber Teleporter, ich bin immer noch im östlichen Bereich. Ha, okay. Und jetzt würde ich gerne hier raus. Ich gehe mal rückwärts. Also, die nerven langsam. Richtig. Ich will doch nur noch hier raus. Bringt mich zum Eingang. Da, bitte, bitte, führ mich zum Eingang. Gott sei Dank. So. Nee, nicht da. Nicht da. Sondern hier. Ein Drache und der ist irgendwo hier im Dungeon. Okay, gucken wir zuerst bei A. Das war ja nicht wirklich schlimm da, da war nur. Oh. A hat einen zweiten Ausgang. A, Ausgang 2. Und es hat Türen, die automatisch aufgehen und hinter uns wieder zu. Das ist nicht gut. Ah, okay. Hier ist eine Druckplatte, die wir nicht sehen können. Dir wird ein neuer Weg enthüllt, bringst du ein Opfer hier. Der Wunsch wird dir sofort erfüllt. Gib, und ich danke dir. Du willst Gold? Okay, wir haben zufällig noch eine Münze über. Dir wird ein neuer Weg enthüllt. Die Münze ist immer noch da. Können wir sie irgendwo auf den Boden legen? Nee, wir können mit ihm sprechen. Dir wird ein neuer Weg enthüllt, bringst du ein Opfer hier. Der Wunsch wird dir sofort erfüllt. Gib, und ich danke dir. Sofort erfüllt. Also hört sich das so an, als wenn man es wirklich hier machen müsste. Direkt vor dem Ding. Aber was für ein Opfer. Das markieren wir mal mit Opfer und gucken uns das. Ups, das wollte ich nicht. Opfer. Und gucken uns mal den Rest von dieser Ecke hier an. Oh, die Tür geht gar nicht erst auf, wenn wir da kein Opfer bringen. Das ist ja auch ärgerlich. Was für ein Opfer. Erstmal abspeichern, bevor wir da irgendein aus Versehen Riesenopfer bringen. Und das sollte 63a. 63a heißen. So. Gucken wir mal. Wahrscheinlich meinte er einfach nur, dass wir irgendwas hier lassen müssen als Pfand, damit die Tür aufgeht. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Opfer bezeichnen, aber da ist gar kein Drache drin. Hey, so war das nicht abgemacht. Gib mir meinen Drachen. Na gut, holen wir den Beutel wieder ab.
gehen hier raus. Und gucken hier kurz nach irgendwelchen flackernden Wänden. Ich sehe keine. Wir sollten dabei nicht auf die Druckplatte treten, weil hier sind schon zwei Clowns. Und hier sehe ich auch nichts Flackerndes. So, da rasen wir jetzt durch. Oh, noch ein Ausgang. Okay. Oh, und da waren Dreher drin. Also wir gucken nach Norden, wir gucken nach Norden, wir gucken nach Süden. Der Dungeon ist so nervig und abgefahren. Drück die Daumen, da muss ein Drache drin sein. Ja, Drache des Blitzes und Krimskrams. Krimskrams ist mir absolut egal. Und Süden müsste... Boah. So, wir haben die Teleporter des Todes hinter uns gelassen und endlich den letzten Drachen gefunden. Perfekter Zeitpunkt für einen Cut. Und den benennen wir mal ordentlich um. Du heißt nämlich LP0. 64, 63a. So, bis später.